Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zum Fotostudio Manager 2024. Nein, zu Black Mirror 2, wo wir tatsächlich jetzt noch ein Foto entwickeln müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Ja, irre. Warum? Also wir haben einen Abzug des ersten Fotos gemacht von der jungen Dame, wo unser Darren ja, romantisches Interesse hat. Und jetzt müssen wir das zweite Bild auch herstellen. Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Ich muss die Belichtungszeit genau abpassen. Ja. Zu kurz und ich habe nicht genug Kontrast im Bild? Ja, wir wissen das. Vier, fünf. Okay, so. Vielleicht war das eine gute Zeit. Ganz sicher. Es sei denn, beim zweiten Foto ist es anders. Das kann natürlich auch sein. Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. So ist gut. Würde ich sagen, zumindest. Jetzt habe ich es tatsächlich raus. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte voller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. Oh gut. Also, man muss nur zwei machen. Sehr schön. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Nanu? Warum gehst du zur Tür? Du bist illegalerweise da. Na, er linst nur. Es ist Mrs. Biber. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich auch. Ich hol bloß noch meinen Kram ab. Ach so. Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich muss weiter. Ich bleib dabei, die Dame wird erpresst. Sie tut mir leid. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Guck mal rein, genau. Ob mir das hilft, voller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen. Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? Tatsächlich habe ich da schon eine Idee. Aber wir sollten... Ich habe die Fotos von Angelina bereits entwickelt. Ja? Ich sollte hier besser verschwinden, bevor Fuller mich noch erwischt. Ja, hast du sie denn mitgenommen? Okay, du hast sie mitgenommen. Weil in der Szene hingen sie noch da zum Trocknen auf. Und dann bist du rausgegangen. Kleiner Regiefehler oder Anschlussfehler, sag ich mal. Schade ist, dass wir auch im Keller nicht gucken können, was hinter der Geheimtür ist. Das hat mich jetzt eigentlich voll gehuckt. Das würde ich gern wissen. Aber gut. Ja, meine Idee mit dem Brief war die, ich sollte viel mehr die Karte benutzen, ne? Es geht viel schneller. Ich kann ja hier Wasser kochen. Und wir kennen das doch alle. Na, still. Ich klicke immer daneben.
Wir kennen das doch alle, mit Wasserdampf kann man Briefumschläge leichter öffnen. Weil der Wasserdampf den Klebstoff zersetzt. Jetzt ist die Frage, reicht es, das so zu machen? Das Wasser kocht nicht. Ja, dann... Hey, der Wasserdampf könnte den Kleber... versuchen wir es. Helles Köpfchen. Habe ich dir auch vorgesagt, nicht? Es dampft. So, jetzt... Der Wasserdampf löst den Kleber. Geschafft. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Holla. Das müssen 1.500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller. Und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit? Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Aber erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich werfe den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Nun gut, dann machen wir das. So, wo ist der Brief? Da. Schön einwerfen. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Und dann gehen wir Richtung Hotel, würde ich sagen. Wir haben ja die Fotos. So, hier waren wir noch nicht, deswegen gucken wir uns natürlich auch nochmal ausufernd um. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Nebenbei sieht das Hotel wirklich aus, wie ich mir so in Neuengland ein Hotel an der Küste vorstellen würde. Genauso. Stephen King-esque, sag ich mal. Der hat ja sehr viel in seiner Handlung in Maine spielen lassen. Es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, warum dieses Spiel dort angesiedelt ist, denke ich mir mal. Beide Wagen kommen aus Maine. Vielleicht sind es also noch nicht einmal Gäste. Oder es sind Leihwagen. Tja, okay, die Wagen interessieren uns nicht weiter. Nebenbei nicht nur Stephen King, nicht wahr? Lovecraft war ja auch irgendwie so von Neuengland fasziniert. Wenn ich mal rüberfahre, muss ich die Gegend mal besuchen. Der Raum dahinter scheint ein Büro zu sein. Schreibtisch, Akten. Interessant. Warum sollen wir da einsteigen? Wollen wir nicht. Also das lasse ich mal offen. Ist jetzt völlig unlogisch, sich genau dieses Fenster immer weiter anzuschauen. Viele sagen, die alten Küstenstädte in Neuengland würden wie skandinavische Orte aussehen. Ich glaube aber kaum, dass sie dort so große Häuser bauen. Ich schätze, das Haus ist von Anfang an als Hotel gebaut worden. Für ein reines Wohnhaus ist es zu groß. Vermutlich bewohnen die Besitzer einen Teil der Räume. Der Großteil wird vermietet. Gut, dann haben wir hier noch eine Veranda. Und hier ist auch eine Glocke. Die kann man übrigens nicht anklicken. Trotzdem sehr schön. Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend die Wale beobachten. Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm Whales of August. Der geniale Vincent Price in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus erinnert mich an meinen... Könnte noch interessant werden. Den Film kenne ich übrigens nicht. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Vom Atlantik her kommt häufig stürmisches Wetter mit kräftigen Böen. Wenn der Hotelbesitzer da nicht schnell ist, kann er seine Flaggen in Kanada suchen. Nichts zu entdecken. Sehr schön.
Aber es hat natürlich was, ne? Es hat so was Hanseatisches. Und hier ist die Küste. Es sind nicht unbedingt die Strände von Florida oder Kalifornien. Das Wasser ist hier zu kalt, um lange zu baden. Ohne guten Grund möchte ich da nicht runterklettern. Okay, warum auch? Gut, dann gehen wir mal ins Hotel. Um Angelina zu suchen. Die ja hier residieren soll. Oh, das ist aber ein schönes, altmodisches Foyer. Ehe wir reden, schauen wir uns wie immer erstmal um. Hier hängen überall Bilder von Schiffen. Entweder interessiert sich der Hotelbesitzer wirklich dafür, oder er erwartet, dass seine Gäste sowas sehen wollen. Naja, es passt zum Konzept wahrscheinlich. Hier liegen einige Magazine, Reiseempfehlungen, Touristeninformationen. Nichts, was mich interessiert. Dann haben wir hier noch eine Pflanze. Grünzeug. Davon verstehe ich in etwa so viel wie von Autos. Das ist nicht so viel. Im Topf ist nichts, außer der Pflanze. Zwischen den Blättern ist auch nichts. Fehlanzeige. Okay, und privat. Da wird wahrscheinlich das Büro sein oder die Privaträume der Gastgeberfamilie hier. An der Tür hängt ein Schild. Privat. Der Besitzer und seine Familie wohnen in diesem Haus. Entweder sind dort ihre Wohnräume oder es ist ein Büro dahinter. Es ist interessant, dass du nichts anderes gesagt hast wie ich, nur länger. Ah, jetzt versuch nicht reinzugehen, das gibt nur Ärger, ne? Nur gucken. Junger Mann, die Räume sind privat. Oh, sorry, wusste ich nicht. Steht ja nur drauf, ist klar. Wusste ich nicht. Ihm gehört das Hotel. In dieser Gegend gibt es viele kleine Hotels in Familienbesitz. Na gut, dann reden wir mal mit dem Portier. Irgendwie dahinter, ach guck mal, dahinter sind die Schlüssel. Am Schlüsselbord ist Platz für 12 Schlüssel. Aber es hängen nur ein paar dort. Vermutlich gibt's hier nicht einmal 8 Zimmer. Am Schlüsselbord ist Platz für 12. Ja, okay. Ich denke mal, mit dem Schlüsselbord werden wir später auch noch was machen müssen. Aber jetzt, wie gesagt, wir reden erstmal mit dem Portier. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Mutter, Pokern, Hotel. Wieso Pokern? Naja, wir fangen mal mit Mutter an. Kennen Sie meine Mutter? Rebecca Michaels? Rebecca? Aber natürlich. Wir sitzen zusammen im Tourismusverband. Sie sind Ihr Sohn? Wie geht es ihr? Nicht gut, fürchte ich. Sie liegt im Krankenhaus. Sie ist gestürzt. Oh, mein lieber Junge. Das ist ja... Ich werde sofort meiner Frau Bescheid geben. Wir werden ihr eine Karte schicken. Wenn Sie meinen... Was machen Sie eigentlich hier? Sollten Sie nicht bei Ihrer Mutter sein? Ich gehe nachher nochmal vorbei. Richten Sie ihr viele Grüße aus. Ja, klar. Tja, sie liegt im Koma, sie kann das nicht hören, aber es ist natürlich nett gemeint. Jetzt frage ich mich, was mit Pokern gemeint ist. Ich habe gehört, hier finden hin und wieder Pokerrunden statt. Haben wir das? Könnte ich da noch einsteigen? Also hören Sie mal, wir sind ein seriöses Hotel. Illegales Glücksspiel wird bei uns nicht unterstützt. Haben wir das gehört? Ist es irgendwie an mir vorbeigegangen? Ich würde gern nochmal aufs Pokern zurückkommen. Ich wäre interessiert an einem Blindenstock als Einsatz. Na schön. Manchmal spielen wir hier in einer kleinen Runde Poker. Aber nichts Öffentliches, ganz privat. Und nie mit großen Einsätzen. Finden Sie etwa, dass ein Blindenstock für einen Blinden kein großer Einsatz ist? Ach so. Er wollte es ja so. Ja, okay, klar, jetzt erinnere ich mich. Der Gebrauchtwagenhändler. Der Gebrauchtwagen. Großartig. Ja, der hat Wagen verkauft. Ja, ja. Nein, der Antiquitätenhändler, ne? Oder was das da war. Dieser Alträucher. Mit dem er sich eigentlich gar nicht gut versteht, aber jetzt trotzdem sich für seinen Blindenstock einsetzt. Das gefällt mir. Wissen Sie, ich denke, ich werde Sie bei der Polizei anzeigen. Ich meine, das geht doch nicht. Sie können einem Blinden doch nicht den Stock abnehmen. Rufen Sie doch die Polizei. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe den Stock ehrlich gewonnen. Da können Sie alle Beteiligten fragen. Wenn Sie das sagen...
Wie war das nochmal mit dem ehrlichen Gewinn bei dem illegalen Glücksspiel in Ihrem renommierten Hotel? Was halten Sie davon, wenn ich der guten Rosie davon erzähle? Was werden wohl die Leute davon halten? Einem Blinden seinen Stock zu stehlen! Was für ein hinterhältiger, schmieriger Kerl Sie sind! Nein, bitte, tun Sie das nicht! Es tut mir leid. Ich wollte den Stock doch gar nicht. Eddie hatte nur kein Geld mehr dabei und hat ihn als Pfand gesetzt. Für wie viel hat er ihn denn gesetzt? Ach, das ist nicht der Rede wert. Was sind schon 100 Dollar? Sehen Sie ihn heute noch? Dann könnte ich Ihnen den Stock mitgeben. Richten Sie ihm schöne Grüße aus. Er solle ihn einfach als Geschenk eines guten alten Freundes betrachten. Na geht doch. So. Ach schön. Ich nehme ihn mit und werde es Eddie ausrichten. Und grüßen Sie auch Ihrer Mutter, wenn sie aufwacht. Ja, ja. Gut, okay. Dann haben wir das geklärt. Ich muss mal kurz AFK, wie man sagt. Hier kommt also ein Schnitt. Nicht wundern. So, da bin ich wieder und weiter geht es. Und wir reden über das Hotel. Gehört Ihnen das Hotel? Allerdings. Mein Großvater hat das Hotel gebaut. Seit gut 15 Jahren leite ich es. Sie wohnen mit Ihrer Familie hier? So ist es. Die Besucher schätzen die ruhige und familiäre Atmosphäre hier. Es ist eben doch etwas ganz anderes, in einem kleinen Familienhotel zu wohnen. Diese schrecklichen Bettenburgen in den großen Ferienorten sind doch nicht zu ertragen. Und irgendwann übernehmen Ihre Kinder den Laden? Das hoffe ich. Meine Tochter macht eine Hotelier-Ausbildung in der Schweiz. Ich kann nur hoffen, dass ihr unser Haus da nicht zu provinziell und klein ist. Mein Sohn hat wohl eher andere Interessen. Was tut er? Nun, er ist Musiker. Tatsächlich? Ja. Er glaubt wohl, man könne damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Einige leben sehr gut davon. Was spielt er? Er spielt so einen elektronischen Bass in einer Band. Punkrock nennt sich das wohl. Und da machen Sie sich Sorgen? Na sowas. Ja gut, so ist es ja häufig, ne? Wenn es um die Übernahme der familiären Betriebe geht und die Kinder interessiert nicht die Bohne, was die Eltern machen, dann ist das problematisch. Und die Eltern sagen, Junge, warum hast du nichts gelernt? Und das ist auch eine Punkband, wo ein Bassbeispiel. Ah, na gut, der Übergang war jetzt nicht so gut. Ich würde sagen, wir gehen zu Angelinas Zimmer. Wenn wir einfach da hochgehen können, zum Beispiel, dann würden. Ja, er macht es tatsächlich. Ich sollte am Bett meiner Mutter hocken oder meine Faust in Fullers fettem Gesicht versinken. Stattdessen stehe ich hier und habe Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, mich hat's echt erwischt. Also los. Tja. C'est l'amour. Hallo Angelina. Komm ich gerade unpassend? Nein, nein. Komm rein. Ich hab die Bilder dabei. Hier. Oh, schön. Ehrlich gesagt, sind die alles andere als schön. Falsche Beleuchtung, haarsträubende Komposition. Fuller hat wirklich keine Ahnung, was er da tut. Das habe ich mir schon gedacht. Sie wären sicher besser geworden, wenn du sie gemacht hättest. Wie würdest du mich fotografieren? Also, dein Gesicht müsste. Also. Mach's einfach. Hm? Sag nicht, du als angehender Starfotograf hast keine Kamera dabei. Doch, natürlich. Also los. Ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern zum Hochzeitstag. Sehr schön. Das Licht ist perfekt. Lebst du schon lange hier? Ich lebe gar nicht hier. Ich studiere in Boston. Meine Mom hat hier seit einigen Monaten ein Haus. Was treibt dich hierher? Schau mal darüber. Ja, so. Bist du Schauspielerin oder sowas ähnliches? Du hast es erkannt. Ich bin eine bekannte englische Bühnenschauspielerin auf dem Weg nach Hollywood. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich studiere Literatur und Geschichte in England. Ich beschäftige mich mit englischen Auswanderern in Amerika. Ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre Realität. Wow, das ist interessant. Wenn du meinst. Mal schauen, ich wollte mich treiben lassen, Lebensläufe sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Arbeit aufbauen soll. Meine Mutter kommt auch aus England. Sie ist vor über 20 Jahren hergekommen.
Tatsächlich? Meinst du, ich könnte mich mal mit ihr unterhalten? Das wird momentan nicht gehen. Das ist ein sehr schönes Armband. Ja, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter bekommen. Sie war immer für mich da. Leider ist sie letztes Jahr gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, aber das muss es nicht. Sie war am Ende sehr krank, weißt du? Für sie war es eine Erlösung. Kurz bevor sie starb, hat sie mir dieses Armband geschenkt. Sicher findest du es albern, aber ich habe so immer das Gefühl, dass sie in meiner Nähe ist und auf mich aufpasst. Vielleicht können wir noch ein paar besondere Bilder machen. Für deine Mappe. Außerdem wollte ich schon immer mal ein paar Modelfotos von mir haben. Oh, klar. Also, ich weiß nicht. Was hast du dir denn vorgestellt? Ich dachte vielleicht so? Oder so? Oder so? Später. Das war's. Der Film ist voll. Schade. Ich bin gerade erst warm geworden. Was hältst du von einem Essen? Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber... Heute Abend im Diner. Ich lade dich ein, als Bezahlung für die Fotos. In Ordnung? Ja, klar. Es klingt gut. Also dann bis heute Abend. Du kannst die Fotos doch bis dann entwickeln. Ja, logisch. Ich freue mich auf dich. Junge, Junge. Sie spielt Meine mit dir. Güte, das war ja was. Da ist ja, der Mann. Miss Angelina Morgan hat ein Zimmer hier. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen oder möchten Sie hinaufgehen? Wie lange hat sie das Zimmer gemietet? Verflucht! Keine Bilder mehr auf dem Film. Verzeihen Sie, Sir. Das müssten Sie Miss Morgan schon selber fragen. Ich kann nicht... Schon gut. Braune, zurückgekämmte Haare. Lange, gerade Nase. Eng beieinanderliegende Augen. Welches Zimmer hat sie denn? Ich werde Sie anmelden, Mr... Das wird nicht nötig sein. Ich komme später noch einmal wieder. Schmale Lippen, fahle Haut... Scharf geschnittenes Gesicht, spitzes Kinn. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich hier war. Es soll eine Überraschung werden. Ich... Hallo, was ist denn, Sir? Und weg ist er. Was will der Typ? Du kannst deine Kamera mit manchen Interaktionspunkten benutzen, um Schnappschüsse zu machen. Diese schalten im Bonusmenü Extras frei. Okay. Mit was denn? Mit sowas hier? Woher soll man jetzt wissen, womit, ne? Das ist so ein Wimmelbildspiel, wo man wie wild rumprobieren muss. Das lassen wir mal links liegen. Ja, die Angelina wickelt dich ein bisschen um den Finger, Darren, habe ich so das Gefühl. Aber gut. Man tut, was man kann, ne? Alter Schwernöter, er ist ganz verwirrt. Ihm ist schon ganz schwindelig hier. Okay, wir reden mal mit dem Portier. Vielleicht können wir noch über den geheimnisvollen Mann sprechen. Entschuldigen Sie? Oh, wir können sogar... Ja, bitte. Über mehrere Sachen sprechen. Über Angelina und den fremden Mann. Seit wann wohnt Miss Morgan hier? Sie scheinen befreundet zu sein. Fragen Sie sie doch selber. Wir sind ein sehr diskretes Hotel. Ist das die Stelle, an der ich einen 20er auf Ihren Tresen legen soll? Wie bitte? Ach, nichts. Naja, er ist ja wirklich diskret. Er hat ja dem anderen auch nichts gesagt, ne? Dieser Typ...
der Sie nach Miss Morgan ausgefragt hat. Haben Sie den schon mal gesehen? Tut mir leid, nein. Er kam rein und stellte mir einige Fragen, dann ist er verschwunden. Seltsamer Kerl. Kennen Sie ihn? Nein, aber ich denke, er sollte nicht zu Miss Morgan gelassen werden. Natürlich nicht. Ich rufe oben an und erst, wenn die junge Dame zustimmt, lasse ich ihn hoch. Und er kann sich hier nicht vorbeischleichen? Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Aber die Türen lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Mhm. Nun gut, ich weiß nicht, was es mit dem Mann auf sich hat. Aber wir haben jetzt was vor, nicht wahr? Also zum einen möchte ich den Blindenstock zurückbringen und zum anderen müssen wir ja schon wieder Bilder entwickeln. Das wird so ein Running Gag. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Bis dann. Ciao.